Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Bevor ich gleich weitermache mit unseren Ermittlungen, ein Hinweis in eigener Sache. Zwischen dieser und der vorherigen Folge, also der letzten Folge, liegen für mich ungefähr 2 bis 3 Wochen Aufnahmepause. Das hängt mit meinem Urlaub, mit meiner Sommerpause zusammen. Also falls ich jetzt so einige Details nicht mehr so ganz frisch im Gedächtnis habe, dann ist das der Grund, wundert euch nicht. Aber die große Linie, die ist mir nach wie vor, glaube ich, präsent. Das Wichtigste, was wir dass wir hier zu tun haben, ist, dass wir Ruby finden oder Spuren von Ruby finden und außerdem diese 3 Schussstandorte überprüfen. Aber natürlich finden wir auch immer wieder andere interessante Sachen. Unter anderem diese Avantgarde-Tonkünstler, die sich hier offenbar auch in diesem Zelt befinden. 1 oder 2 Typen, von denen sie erzählt hatte. Na, wir schauen uns erstmal hier so ein bisschen um. Mit Pastellkreiden angemalt. Jemand versucht, der Welt etwas Heiterkeit zu schenken. Okay, hier unten sehen wir eher Müll als Heiterkeit. Der Müll einer ausschweifenden Party. Ja. Und eine ins Eis getriebene Stange hält das Zelt aufrecht. Was haben wir hier noch? Weitere archaisch anmutende Zeichnungen. Dieser Pfahl ist mit kleinen, menschenähnlichen Darstellungen verziert. Wir haben da auch noch einen Zusatzgedanken, der leider entschwunden ist. Ich sehe, dass hier diese Brücke oder diese eine Eternitplatte steckt im Schnee. 2 Stäbe halten sie aufrecht. Die könnten wir vielleicht runterlassen. Erleichtert uns ein bisschen den Rückweg. Ich weiß nicht. Mechanik. Die halten sie gerade noch so. Sie könnte jeden Moment umfallen. Da reicht vielleicht schon eine stärkere Windböe. Ja, was ist das? Das sieht wie eine behelfsmäßige Brücke aus. Er rückt seinen Kragen zurecht, um sich vor einer kalten Böe zu schützen. Könnte nützlich sein. Na los, dann stoßen wir das Eternit um. Die Platte fällt mit einem leichten Plumpsgeräusch in den eisigen Schnee. Okay, das ist jetzt eigentlich eher eine simple Sache gewesen. Gut, wir können hier auf jeden Fall schneller hin. Vielleicht hat das noch eine andere Bedeutung. Mal gucken. Wir gehen jetzt mal in dieses Zelt hinein. Sag mal, und da ist doch sie schon wieder. Sie war doch vorne noch woanders, ne? Können wir sie da erreichen? Hatten wir sie da schon gesehen? Naja, ich bleib mal hier erstmal und gehe mal ins Zelt hinein. Das Zelt ist nur eine Plane, die einen Haufen Zeug abdeckt. Der Zelteingang ist offen. Im Inneren hören 3 junge Männer eine neue Art von Musik. So etwas hast du noch nie gehört. Einer von ihnen sieht dich an. André, los, komm rein und mach hinter dir zu. Es zieht. Na los, gehen wir mal rein. Warum nicht? Wir zwängen uns hinein. Ja, tut mir leid. Mit seinem Daumen zeigt er auf den Lieutenant. Hier ist gerade mal Platz für einen. Okay, machen Sie das, ich bin zu alt dafür, sagt Kim. Wir trennen uns jetzt, Chorgeist. Er denkt, bin ich nicht, ich habe nur was gegen jugendliche Straftäter. Kim, Sie werden sich sicher wie zu Hause fühlen. Ich halte auch Schau. Er bedeutet dir, dich hineinzuzwängen. Okay, oh mein Gott, alles klar. Das ist hier so eine Art Rave, der hier stattfindet. Im Eis. Riecht nach Schweiß, Waschmittel und einem Hauch von Äther. Kanister, die mit Wasser gefüllt zu sein scheinen. Auf den Etiketten steht destilliert. Wozu brauchen die das denn? Ein Haufen Nasensprays, Marke Nosafet Ultra. Sehr schön. Und ein Lautsprecher von der großen Sorte, die bei Konzerten zum Einsatz kommt. Na gut. Halsabschneider, weg mit dir. Mega schnell fliegen wir. Klingt nach Neue Deutsche Welle. Na, wir sprechen mal mit denen. Mit Eierkopf zuerst. Ein junger Mann mit wasserstoffblonden Haaren hält ein Harmon-Wovschi-Tonbandgerät in die Luft und nickt im Rhythmus der Musik. Mit einem vielsagenden Lächeln sieht er dich an und sagt, in Leben, als ob ihr beide in ein unglaubliches religiöses Geheimnis eingeweiht wärt. Hardcore. Ist es das? Es ist Hardcore.
Du sagst nur immer wieder, dass es Hardcore ist. Sehe ich das richtig? Skibadi, Skibadira, ich bin der Umsortierer. Okay, Auftrag erhalten, löse das Eierkopfrätsel. Was? Innenleben? Ob es wohl einen richtigen Weg gab, der aus diesem Garten der Weggabelung hinausgeführt hätte? Warte mal, das schauen wir uns hier mal kurz an. Löse das Eierkopfrätsel. Es muss einen Weg geben, um mit diesem Menschen zu sprechen. Du hast ihn bloß noch nicht gefunden. Es geht definitiv nicht um Sinusse. Wieso versuchst du es nicht einfach noch einmal und suchst dir einen Ausweg aus diesem Gesprächslabyrinth? Gut, das machen wir aber erst, nachdem wir mit den anderen gesprochen haben. Schneller, härter, Kater. Okay, der spricht auf jeden Fall so in... Na, ich weiß auch nicht. Wir versuchen es. Aber erstmal André. Du siehst einen jungen Mann, der sich die Haarspitzen mit einer Zahnbürste bleicht. Er legt die Zahnbürste ab und steckt seine Hand zum Gruß aus. Streckt. Hallo, ich bin André. Freue mich, dich kennenzulernen. Konzeptbildung. Sein Haar hat zweifelsohne etwas Futuristisches an sich. Und zwar auf ziemlich aggressive Weise. Du bekommst das Gefühl, dass die Zukunft genau so aussehen wird. Idiotisch. Sollte die Zukunft jemals kommen, dann wird sie zutiefst idiotisch aussehen, genau wie dieser Typ. Wir schütteln ihm trotzdem die Hand. Sein Händedruck ist fest, schweißig und warm. Er versucht, Vertrauen auszustrahlen. Das ist meine Posse, Noid. Der junge Mann mit Ohrring beäugt dich misstrauisch. Was ist denn eine Posse? Und Eierkopf. Ei! Aus dem Tonbandgerät über seinem Kopf dröhnt weiterhin das, was wohl als anodische Musik zu bezeichnen ist. Gemeinsam mit Isal Berger, die gerade da draußen an einem verdammt progressiven Sound herumexperimentiert, bezeichnen wir uns gern als Organisatoren von Musikveranstaltungen. Und wie viele habt ihr schon organisiert? Wir haben einiges im Kommen, Officer. Rhetorik. Das bedeutet, dass sie bisher noch nicht eine einzige organisiert haben. Warum seid ihr hier? Nun, wir haben ganz Jamrock Nord nach Immobilien abgesucht, um einen neuen Veranstaltungsort aufzubauen und nach Talenten, ergänzt Eierkopf. Ja, vielen Dank, Eierkopf. Und obwohl es in Jamrock an rohem Talent nur so wimmelt, hatten wir dort überhaupt kein Glück in Sachen Immobilien. Ist ein richtiges Drecksloch. Ich bitte wegen des losen Mundwerks meines Freundes Noid um Verzeihung. Ich weiß, dass man so nicht mit einem Polizisten redet. Er hat es nicht so mit Autorität. Wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Deine Freundin Assal meint, es gäbe ein Problem mit der Kirche. Ach, du hast sie also kennengelernt. Gut, gut, sagt er, nickt. Ja, es geht um die Besetzung kirchlichen Eigentums. Dass die Küste ein Tummelplatz von Lasterhaftigkeit und Narkomanie ist, ist dir ja sicher nicht entgangen. Willenskraft. Er versucht, an deine konservativen Wertvorstellungen zu appellieren. Kein Mensch in seinem Alter würde jemals ein Wort wie Narkomanie oder Lasterhaftigkeit verwenden und dabei keine Miene verziehen. Fall dich drauf ein. Ach komm, genug der Theatralik. Wovon redest du? Ich rede von der Kirche und das ist keine Übertreibung. Selbst eine geistige Zufluchtsstätte kann ein Magnet für alle Arten von Junkies und Kiffern sein, wenn sich niemand darum kümmert. Eierkopf. Junkies! Neut Kiffer! Er spuckt wütend auf eine Schraube und fängt dann an, sie zu säubern. André. Nun, traurigerweise ist genau das eingetroffen. Das ist deshalb so traurig, weil wir kurz davor standen, Martinez mit einem der abgefahrensten Tanzclubs in ganz Jamrock, Quatsch, in ganz Revachol bekannt zu machen. Quatsch, weltweit, sagt Eierkopf. Und das ist noch trauriger, weil die Junkies und Kiffer, die sich dort eingenistet haben, zu den schlimmsten ihrer Art gehören. Beherrschung. Er lehnt sich etwas zurück und sieht dich mit einem anhaltenden und ernst wirkenden Blick an, damit du dir ausmalen kannst, wie böse diese Junkies und Kiffer wirklich sind. Rhetorik. Gut, das schreit nach einer Meinung. Darin bist du Experte. Ich habe das Gefühl, dass du etwas zu dick aufträgst. Was ist denn so schlimm an diesen Junkies und Kiffern? Sie sind schaurig. Was meinst du mit schaurig? Am besten siehst du dir das selbst an, Officer. Ich weiß nur, dass ihre Schaurigkeit uns davon abhält, die Kirche in ein Gemeinschaftszentrum zu verwandeln, in eine geistige Zufluchtsstätte.
erneut. Außerdem wird dort im Moment weder geheizt noch geputzt. Der Scheiß fällt bald zusammen. Eierkopf, die Leute wollen doch nur Tonbänder auflegen, ohne sich in die Hose machen zu müssen. Da drin sind die Sinusse schlecht. So kann doch keiner tanzen. Vielen Dank, Eierkopf. Er wendet sich an dich. Du kümmerst dich also darum, ja? Es sollte auf jeden Fall eine Angelegenheit für die Polizei sein, sie da rauszubekommen. Was auch immer sie dort Schauriges treiben, die Ekklesiasten hatten für ihr Eigentum sicher etwas anderes im Sinn. Das entscheide ich später. Ich hätte vorher erst noch ein paar Fragen. Wunderbar, Mann! Er klatscht enthusiastisch in die Hände. In welchem Zustand ist die Kirche? Ich bin noch nicht ins Gebäude gekommen. Ich habe Neut gebeten, etwas zu unternehmen, damit da nicht noch mehr Herumtreibereien laufen. Ein Vorhängeschloss, eine temporäre Lösung, nur um die Situation in den Griff zu bekommen. Ich muss mich beeilen. Es ist nicht perfekt, aber fürs Erste sollte es genügen. Was ist mit dem Schlüssel? Natürlich, Neut, gib dem Officer den Schlüssel. Nur wenn er verspricht, den Schauergeschalten in der Kirche auf den Grund zu gehen. Er betrachtet dich mit ernstem Blick. Officer, es tut mir leid. Neut versteht nicht immer, was für Freude es bereitet, großzügig zu sein. Ich glaube, das hat was mit seiner Kindheit zu tun. Mechanik, verdammt, nimm ihn schon. Willst du nicht endlich sehen, was da drin ist? Ja, das wollen wir. Wir verfolgen ja auch eine Spur. Insofern werden wir denen da so ein paar andeutende Versprechungen machen. Okay, gib mir einfach den Schlüssel. Gut. Hilf den Raven, einen Nachtclub aufzuziehen. Mal gucken, ob wir das wirklich machen. Genial! Er klatscht in die Hände, die Atmosphäre im Zelt hält sich auf. Neut, der Schlüssel. Na schön. Der Speedfreak steckt die Hand in seine Gürteltasche und holt einen gelben Schlüssel hervor. Mit einer plötzlichen, cool anmutenden Bewegung wirft er ihn in deine Richtung. Wir können Reaktionsvermögen zeigen. Versuchen wir es. Du bist der coole Bulle. Du fängst den Schlüssel in der Luft. Jawohl! Du spürst die Flugbahn des kleinen Objekts aus Metall und Plastik. Als es sich dir nähert, hörst du ein leises Geräusch, ein sanftes Klirren links von dir. Wir fangen ihn. Bingo! Der Schlüssel landet in deiner Handfläche. Die Speedfreaks nicken dir beeindruckt zu. Ah, wir bleiben mal cool. Danke, Mann. Der Speedfreak nickt dir zu. Autorität, sein Nicken zeugt von Respekt. Du hast hier etwas bewiesen. Wie lange sind die Leute dort schon eingesperrt? Nicht lange, vielleicht eine Woche. Ach Gott, die haben die eingesperrt. Richtig, natürlich. Der hat von Osten. Das ist ja wirklich schräg. Okay. Wie kannst du dir sicher sein, dass sie inzwischen nicht schon verhungert sind? Ich bin mir total sicher, dass sie am Leben sind. Wirklich. Ich bin mir zumindest 90%, vielleicht 85% sicher, dass sie noch am Leben sind. Ach, großartig. Irgendwann in deiner frevelhaften Vergangenheit, die dich hergeführt hat, gab es etwas, was man Prüfungen nennt. Für sie hast du den Begriff fahrlässige Tötung gelernt. André, weißt du, was fahrlässige Tötung bedeutet? Ja, ich weiß. Ich höre auf Kanal 8. Mit Verbrechen kenne ich mich aus, Officer. Und ich versichere dir, dass das hier nicht der Fall ist. Ich bin mir zu mindestens 80% sicher, dass sie am Leben sind. Komm schon, die meisten Leute sind in ihrem ganzen Leben nicht so lebendig. Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Hält inne und denkt nach. Was bedeutet überhaupt irgendwas? Eierkopf. Ja, echt. Er sieht seinen Freund mit einem Blick an, als ob ihm ein Licht aufgegangen wäre. Hört sie nach Unsinn an. Du hast recht, es ist Unsinn, totaler Quatsch. Wusste ich's doch, dass du das durchschaust. Du bist halt ein kluger Bulle. Willenskraft. Es fühlt sich gut an, der kluge Bulle zu sein, nicht wahr? Ein erstrebenswerter Status klingt auch gut. Kluger Bulle. Du würdest nicht der dumme Bulle sein wollen, oder? Oder kriecht er dir vielleicht doch nur in den Hintern? Du kannst jetzt aufhören, mehr Honig um den Bart zu schmieren. Ach, okay. Er nickt mit seinem gebleichten, stacheligen Kopf. Dann lasse ich das mal lieber. So, andere Fragen? Klar, Mann, sag uns, was du wissen willst. Los! Wer genau sind diese Leute in der Kirche? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht so genau. Das gilt für uns alle. Ich weiß nicht mal, wie viele es sind. Wir haben nur ein paar Blicke erhascht. Ihr habt sie nicht mal gesehen und wollt die Polizei einschalten? Naja. Zur Betonung besorgt er sich nach vorne. Da sind auch noch die Maschinen. Was? Diese Maschinen sind von der äußerst mystischen Sorte.
Als ich mich da im Februar zum ersten Mal umgesehen habe, war die Kirche verlassen, leer. Es hat etwas gedauert, bis sich die Crew zusammen hatte und vor etwa 2 Wochen kamen wir dann her, um die Sache aufzubauen und plötzlich waren dort überall diese seltsamen Maschinen. Von einer davon laufen sogar Kabel zu Wasserschüsseln. Kabel ins Wasser, sowas habe ich noch nie gesehen. André, erzähl ihm von dem Gefühl, sagt Eierkopf. Ja, es hat sich so angefühlt, als ob uns dort etwas Gesellschaft leistet und uns aus dem Dunkeln beobachtet hätte. Nein, das andere. Welches andere? Ich bin nicht so ein Gefühlsmensch wie du, Ei. Ich habe Stille gespürt, eine grauenvolle Stille. Aber ihr habt niemanden gesehen? Nicht wirklich. Wir haben nur jemanden rein und rausgehen sehen, von dem wir glauben, dass es eine Frau ist. Ein paar Mal. Ah, vielleicht Ruby? Und wir haben jemanden oder etwas gespürt, das uns im Inneren beobachtet hat. Aber das war alles. Die Frau, hatte sie vielleicht rote Haare? Eine Lastwagenfahrerin? Klar, warum nicht? Ja. Aber eigentlich eher nicht, fügte der andere hinzu. Braune Haare, alt, schwere, düstere Sinusse. Was stimmt denn jetzt? Was Neut gesagt hat. Ruby ist weg, die Frau ist jemand anderes, sagt unsere Logik. Was war dieses Etwas, das euch beobachtet hat? Als ob man nicht allein ist, weißt du? Es war nicht wirklich menschlich, wenn du weißt, was ich meine. Rhetorik, nicht menschlich? Meint er ein Geist? Hast du eine Idee, was er meinen könnte? Es war so eine dunkle Gestalt, die verkehrt herum an der Decke entlang kroch, wie ein Krabbenmann. Ein Krabbenmann? Ja, du weißt schon, wie es hoch an der Decke entlang kroch, wie eine Krabbe. Der andere pflichtet ihm bei. Er hat Sal nachgestellt, wie ein Lauerjäger. Ja, jetzt wird's wirklich ein bisschen abgefahren. Seltsam, Krabben leben gewöhnlich im Meer und sie sind nicht dafür bekannt, an Wänden herumzuklettern. Seid ihr sicher, dass da ein Krabbenmann war? Ja, total. Ich meine, ich persönlich habe ihn nicht gesehen. Sal war zu dem Zeitpunkt allein, aber ich glaube ihr, wenn sie rausgelaufen kommt und sagt, da ist eine Krabbe drin, dann ist da eine Krabbe drin. Du solltest sie danach fragen, aber sei nett. Sag nicht, dass du nicht an die Krabbe glaubst. Logik. Wahrscheinlich gibt es keinen Krabbenmann. Lass dich nicht in diesen Quatsch reinziehen. Kannst du mir mehr über die Maschinen erzählen? Darüber solltest du mit Neut reden. Ich empfange von denen deutliche Kiffer- und Junkie-Sinusse. Wahrscheinlich sind sie auch mit einem Snuff-Sender verbunden. Sehr wahrscheinlich. Dein PEA steigt plötzlich etwas an und du bist hellwach. Dein Körper will dir anscheinend sagen, da ist eine dunkle Ecke. Schau sie dir an. Mit einem Snuff-Sender verbunden? Er meint so einen Rundfunksender von reichen Typen, wo man zuhören kann, wie Leute umgebracht werden und dann holen sie sich dazu ein runter, kranker Scheiß. Nicht, dass wir irgendwas darüber wüssten. Neut steht nur auf Funktechnologie. Aha, sagt man, wir sollten doch noch jemanden finden, der funken kann. Schauspielkunst. Er wirkt durchaus ehrlich, Majestät, aber ihr könntet euch natürlich irren. Wir kommen hier vom Thema ab. Um es kurz zu machen, mit Neut kannst du über die Maschine reden. Er wird dir mehr erzählen. Okay. Wie kannst du sicher sein, dass sie Kiffer und Junkies sind, wenn ihr sie noch nicht einmal gesehen habt? Tja, ehrlich gesagt kann ich nicht sicher sein, aber ich bin es trotzdem. Rhetorik. Das ist ein total lahmer Versuch, dir auszuweichen. Er versucht, Schwachsinn als Waffe einzusetzen. Wow, du kannst dir nicht sicher sein, aber du bist es? Ich sollte mein eigenes rhetorisches Arsenal um Schwachsinn ergänzen. Hey, er runzelt die Stirn. Ich bin mir zu 70% sicher, dass Leute mit Drogenproblemen sind. Lass dich von der Technologie nicht in die Irre führen. Als der Technologie sagt, noch deine Anführungszeichengebärde. Was glaubst du, wo Drogen herkommen? Okay. Was ist mit Eierkopf los? Ich will mit ihm sprechen. Er ist ein ruhiger Mann, der hauptsächlich über die Musik kommuniziert. Er ist jedoch ein hervorragender Master of Ceremonies. Was ist das? Er weiß schon, ein Zeremonienmeister, ein Gastgeber, einer, der immer den richtigen Spruch parat hat. Ein Performer. Er bringt die Leute in Fahrt. Höchst interessant, Majestät. Ein wenig wie ihr, also abgekürzt MC. Wie kommunizierst du mit ihm? Naja, er zuckt mir die Schultern. Er ist einfach hier. Ich weiß nicht wirklich, wie man mit ihm kommuniziert. Hast du jemals richtig mit ihm geredet? Ja, manchmal.
Wenn ich irgendwie in sein Zentrum hineinstolpere, dazu muss man jedoch erst eine Menge megamäßigen Hardcore gehört haben. Eierkopf. Der junge Mann lächelt geheimnisvoll. Er lässt den Beat für sich sprechen. Mechanik. Ich verstehe schon. Er ist ein Rätsel. Du hast gesagt, dass Ekklesiasten die Kirche besitzen. Wer sind diese Ekklesiasten? Ach, das ist ein meteorischer Name für den Bund der Gründer. Dachte, das klingt ziemlich cool. Wenn du nicht weißt, was der Bund der Gründer ist, dann ließe sich das sicher mit etwas Demagogie verschleiern. Bevor wir weitermachen, was meinst du mit meteorisch? Na, du weißt schon, aus Meteo eben. Meteo? Meteo, ein Land auf Mundi. Er blickt dich an und kneift dabei die Augen zu, um zu sehen, ob du Witze machst. Auf der Isola Mundi. Enzyklopädie? Heute eines der ärmsten Länder, die sich noch Erste Welt nennen dürfen, aber einst eine große Zivilisation, Hauptstadt Tylakos am Pisantik. Wie machen wir das jetzt? Ach, der Bund der Gründer, den kenne ich, aber könntest du mein Gedächtnis vielleicht ein bisschen auffrischen? Genau genommen habe ich mich nie darüber schlau gemacht. Ich kann dir keine genaue Definition geben, allerdings handelt es sich um eine äußerst mächtige religiöse Organisation. Und? Und sie sind in der Massengesellschaft der Antike verwurzelt. Er macht eine Pause. Und sie sind die Verwalter der perikarnassischen Kirche. Außerdem salben sie die Schuldreinen. Sie haben das System der Schuldreinheit gewissermaßen erfunden, nicht wahr? Das hört sich nicht so an, als ob sie einen Tanzclub in ihrer Kirche gutheißen würden. Ja, da liegst du komplett daneben, erwidert er kopfschüttelnd. Eierkopf. In der perikarnassischen Kirche geht es um Liebe. Anodische Musik ist Liebe. Ich empfinde Liebe für meine perikarnassische Posse. Liebe ist der Staffellauf. Aus dem Tod. Wir tanzen. Er schleudert das Tonbandgerät heftig hin und her, als ob er es kaputt machen wollte. Liebe ist Hardcore. Einigkeit. Einigkeit. Macht etwas Lärm für meine insulindische Posse. Er dreht die Lautstärke auf und blickt dich mit einem wissenden Nicken an, als ob du jede Sekunde in einen wilden Tanz ausbrechen würdest. Körperapparat, du spürst es. Die Anoden und Kathoden durchströmen deinen Körper. Dein großer Zeh tippt zum Bass, als ob du die Tiefe eines Gewässers überprüfen wolltest. Okay, wir genießen mal den Beat. Fühlt sich gut an. Okay, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was ist eine Posse? Deine Posse ist wie eine Familie, Mann. Du hast deine Bullenposse am Start. Ihr passt gegenseitig auf euch auf und geht zusammen feiern. Das ist eine Posse. Chorgeist, wo ist deine Posse, Detective? Dir fällt nichts ein. Die Welt ist stumm. Ich nehme an, Liebe kann durchaus Hardcore sein. Oh ja, das kann sie, sagt Eierkopf. Er gibt langsam nach. Er nickt seinem Freund zu und blickt dich anschließend mit einem schelmischen Grinsen an. Du kapierst es langsam. Okay, ich verstehe nun, dass es etwas daneben war, etwas anderes zu behaupten. Anodische Musik ist tatsächlich Liebe, genau wie die perikarnassische Kirche. Yeah, Yakuta, das Gelbe vom Ei, sagt Eierkopf. Scheint regelrecht in Euphorie zu verfallen, weil du seine Ansichten über den Perikarnassianismus teilst. Neut, tu es für die Massen, tu es für die Crew. Sein Freund ballt die Faust und hält dabei den Schraubenzieher weiter in der Hand voller Anerkennung. André, ich wollte ja nichts sagen, aber es war schon ziemlich daneben, etwas anderes zu behaupten. Wie dem auch sei, hast du noch mehr Fragen? Eierkopf, der junge Mann mit dem großen Kopf sieht dich noch immer an. Er nickt im Takt und wartet darauf, dass dein Körper endlich zu tanzen anfängt. Beherrschung. Du könntest ein wenig Disco vertragen, sobald sie diesen Club eröffnen, falls sie ihn öffnen. Du hast es in dir. Ich wollte dich zu diesem Zelt voller Ausrüstung etwas fragen. Ja, was denn? Wie ich sehe, habt ihr euer eigenes Wasser mitgebracht. Ja, es ist gut, welches zu haben, aber scheiße zu transportieren.
Ich hatte mich bei meinem ersten Erkundungstrip ja schon etwas umgesehen. Ich glaube, in der Kirche gibt es nicht mal fließendes Wasser. Und destilliert ist es auch. Ach ja? Er weiß nicht, was er sagen soll. Das wird an der Tankstelle verkauft. Schauspielkunst. Mich dünkt, er lügt euch an, mein Fürst, aber er tut es so gekonnt, dass ihr es nicht nachweisen könnt. Irgendwas haben die damit vor. Ich sage es ungern, aber hier drin stinkt es nach Schweiß. Ja, wirklich, oder? Neut, habe ich dir doch gesagt, dass wir ein Geruchsproblem haben? Er hebt ein Stück Telefonschnur auf und inspiziert es. Moment, Äther rieche ich auch. Warum? Äther? Ich rieche kein Äther. Du, Neut? Nö. Vermischt mit einem seltsamen Chemiegeruch wie Waschmittel. Er schnuppert und zuckt dann mit den Schultern. Logik? Man muss kein Forensiker sein, um zu erraten, dass das mit Drogen zu tun hat. Sie wirken und verhalten sich wie Leute, die mehr als genug Erfahrung damit haben. Im Gegensatz zu dem Mädchen draußen atmen die Jungs aber gleichmäßig. Ihre Kiefer bewegen sich nicht und ihre Pupillen sind nicht erweitert. Momentan haben sie also nichts genommen. Wow, durch diesen einen Gedanken bekommen wir jetzt richtig fett Geld, Leute. Enzyklopädie? Zumindest keine Aufputschmittel, das schließt aber halluzinogene Benzos und etwaige Beruhigungsmittel nicht aus. Woher weißt du das alles? Warum habt ihr so viel Nasofett? So viel was? Er beugt sich herüber, um dich besser zu hören. Du zeigst auf die Nasensprayflaschen in der Ecke. Das Nasofett Ultra, hier liegt jede Menge davon rum. Ach, das Ultra, wie ein Schauspieler, der hofft, dass der Souffleur ihm mit seinem Text auf die Sprünge hilft. Ich habe eine schlimme Nebenhöhlenentzündung, meine Nase ist zu. Es hat uns alle erwischt, unsere Nasen sind total verstopft. Winter, kriegen nicht mal Luft. Für mich hörst du dich ganz normal an. Ja, er nickt enthusiastisch. Dank Nasofett ohne. Ah, nicht Naso, Nosafett heißt das Ganze. Ohne Nosa würde ich jetzt nach Luft röcheln. Nichts geht über Nosafett. Darf ich auch etwas davon haben? Ich habe auch Probleme mit deiner Nase. Sehr schön. Hat geklappt. Klar. Er nimmt ein Spray aus der Ecke und gibt es dir. Hier bitte, Officer. Nosa, puste deine Nase frei. Okay, das reicht. Er nickt enthusiastisch. Zweifelsohne ist er erleichtert. Okay, wir können mit Logik hier einiges erreichen. Logik können wir aber auch nochmal deutlich verbessern. Insofern machen wir das jetzt nicht. Das war's fürs Erste. Vorsicht da drin, Officer. Sag uns, wie es läuft. Ja, wir warten hier. Okay, wir werden mal die Sache mit der Logik hier nochmal starten. Wir können Folgendes tun. Wir können die Klappbrille aufsetzen. Wo haben wir sie eigentlich? Hatten wir nicht mal? Da, diese hier, das bringt uns Logik. Dann können wir das Sakko-Frackhemd anziehen. Gott, langsam sehe ich nicht mehr ganz durch. Ja, hier. Genau, das hier. Interrisoläres Frackhemd. Bringt uns auch nochmal Logik. Und dann können wir den Kegelhut aufsetzen. Und jetzt sehen wir ziemlich abgefahren aus. So, und damit haben wir 83% und das machen wir jetzt mal. Also, vielleicht ist nicht alles genau so, wie es dir erzählt wurde. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Lage zu analysieren. Das machen wir jetzt. Und sind fehlgeschlagen, das kann doch nicht wahr sein. Okay, die Speedfreaks wollen also einen Club für elektronische Tanzmusik aufmachen. So weit, so gut. Jugendliche hören gerne Musik. Du hast das Gefühl, dass du auch selbst in deiner Jugend Musik mehr gemocht haben könntest, aber du schweifst ab. Du kratzt dich am Kinn. Worum geht es im Wesentlichen? Hier die Quintessenz. Sie wollen die Kirche zu einem Club umfunktionieren, aber ein verdächtiges Element hat das Gebäude übernommen. Es ist wichtig zu verstehen, was die Quintessenz der Dinge ist. Frag dich selbst stets nach der Quintessenz, bevor du eine Entscheidung triffst. Das läuft gut. Dazu, und das darf nicht unerwähnt bleiben, kann man die Zukunft der Tanzmusik nicht in diesem stinkenden alten Zelt erfinden. Stell dir mal vor, du hättest die Kirche. Entschuldigt.
Damit ist es also ausgemachte Sache, Analyse abgeschlossen, ihre Geschichte stimmt. Naja, irgendwie fühlt es sich immer noch so an, als wäre diese Sache nicht ganz so gelaufen, wie sie hätte laufen sollen. Aber das Ganze ist im Moment für uns gesperrt. Wir werden das aber nochmal probieren. Wir werden, glaube ich, einen Punkt darauf verwenden. Erstmal verabschieden wir uns. Wir sind hier wie immer. Wir warten geduldig auf Neuigkeiten. So, das heißt, das probieren wir das nächste Mal nochmal mit einer Steigerung und sprechen dann noch mit Neut und versuchen dann nochmal mit Eierkopf klarzukommen. Aber wie gesagt, das beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinball. Ums, 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 ums.